Zu meiner Rückkehr, klar, ich habe mich sehr gefreut. War jetzt mein erstes Spiel seit langem vor deutlich mehr Zuschauern. Plus hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen, weil die Freude, die Spielfreude, die sie hatten, auch, ja, das kriegt ihr aber nie mit, wenn man so im Kabinentunnel steht. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mannschaften trainiert und wenn die dann rauskommen und man nochmal abschlägt, bevor man dann auf den Platz geht, da sind schon Typen dabei, die fühlen sich alle bretthart an und du merkst halt richtig, dass die Bock haben zu gewinnen und das vermitteln zumindest mir das Gefühl, dass ich auch gefreut habe, dass ich wieder da bin. Wenn sie das gemacht haben als Schauspieler, dann sind sie gute Schauspieler. Ich glaube, dass sie es überwiegend ernst gemeint haben. Und da gehst du schon mit einem sehr guten Gefühl raus. Und natürlich, Fußball schauen im Fernsehen macht mir grundsätzlich auch Spaß. Es sollte nur nicht jetzt nochmal die eigene Mannschaft sein. Die 4 Spiele haben gereicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das tun muss, irgendwas von sich weisen. Am Ende geht es darum, die Leistung immer zu bestätigen. Wir sind jetzt noch am 4. Spieltag, wo wir die Champions League Saison bis jetzt sehr gut gespielt haben. Auch heute, finde ich, war eigentlich unser bestes Spiel. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht mit kleinen Makeln immer hin und wieder. Am Ende aber, finde ich, ja, ist es bis jetzt schon eine sehr gute Champions League Saison und am Ende muss man das bestätigen. Und dann, wenn man das immer wieder bestätigt, dann werden wir sicherlich auch, ja, weit kommen können. Und wenn wir es nicht bestätigen, dann nicht. Das ist eine relativ leichte Rechnung.